Hallo liebe Dampfgünstig-Freunde und herzlich willkommen zu unserem Quick-Tipp. Ich bin der Christian und ich möchte euch heute zeigen, wie ihr diese Wattestränge, wie sie beispielsweise in der Cotton Bacon vorkommen oder auch vielen anderen Watten, einfach dosieren könnt, wo ihr euch nicht mehr hier was rausreißen müsst, sondern wir portionieren die einfach vor. Das zeige ich euch jetzt. Ihr nehmt euch diesen Wattestrang und sucht euch ungefähr die Mitte und reißt diesen auseinander. Somit entstehen aus dem einen Strang schon mal zwei Stränge. Ist natürlich noch viel zu dick für 3 bis 3,5 mm Wicklungen. Deshalb nehmen wir diesen Strang nochmal und teilen auch den nochmal auseinander, bis wir quasi 4 dieser Stränge haben. Somit haben wir ungefähr die richtige Wattemenge für 3 bis 3,5 mm Wicklungen. Es gehen natürlich auch kleinere, muss man sich halt noch ein bisschen was dabei rausnehmen. Da die natürlich noch relativ lang sind, nehmen wir uns einfach unsere Watteschere und teilen auch diese Stränge hier nochmal auseinander. So erhalten wir 8 Portionen aus einem Strang, 10 sind drin, also haben wir Watte für 80 Wicklungen. Man meint oft gar nicht, wie effektiv diese Watte eigentlich sein kann und wie viele Wattierungen man rausbekommt. Das ist erst, wenn man mal weiß, was eigentlich an Portionsmengen ungefähr drin ist. Noch ein kleiner Tipp für die Extremsparfüchse: Wenn ihr jetzt zum Beispiel mit 2,5 mm oder auch bei 3 mm, je nach eurem Geschmack, hier nochmal eine Kleinigkeit rausnehmen müsst, weil ihr wollt, dass die Watte nicht so stramm im Keul sitzt, diesen Rest müsst ihr auch nicht unbedingt wegschmeißen. Ihr nehmt diesen und wickelt den, zwickt den in der Keramikpinzette ein und wickelt den einfach um diese Pinzette herum. Und somit habt ihr quasi einen selbstgebauten Wattetupfer, wo ihr zum Beispiel nach dem Ultraschallbad euren Verdampfer noch mal ein bisschen innen die Feuchtigkeit rausnehmen könnt. Ist recht praktisch, saugt auch gut, besser wie Wattestäbchen, finde ich, und die Watte ist nicht verschwendet. Wir hoffen, dass euch unser kleiner Quick-Tipp gefallen hat. Lasst uns einen Daumen da, abonniert unseren Kanal und so verpasst ihr nie wieder einen Quick-Tipp oder ein Review von uns. In diesem Sinne, Vape on und dampfgünstig.